Ich freue mich heute ganz, ganz besonders. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich habe den Sven Fuchs zu Gast. Wir haben lange gesucht, bis wir es geschafft haben mit Terminen und immer wieder hin und her. Aber was lange währt, Sie kennen das Sprichwort. Sven Fuchs ist der Autor dieses wunderbaren Buches. Das Buch heißt Die Kindheit ist politisch und ich habe dieses Buch in allen meinen Büchern zitiert, weil es um Gewalt geht. Und weil es zeigt, wie verheerend sich Gewalt in der Kindheit auf das weitere Leben auswirkt. Der Herr Fuchs ist ein Mann der Zahlen. Jetzt, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe es mit Zahlen ja gar nicht wirklich so. Und gleichzeitig finde ich Zahlen unglaublich faszinierend. Ich verstehe sie nur manchmal nicht so richtig, weil sie gerade, wenn es ums Gewaltthema geht, so klar machen, wie groß das Ausmaß ist. Und ja, Herr Fuchs, vielleicht wollen Sie selber was zu sich sagen, wer Sie so sind, wo Sie herkommen, und was Sie zu diesem Thema auch gebracht hat, weil es ist ganz spannend im Nachwort des Buches, das ich sehr, sehr, sehr empfehle, Ja. dass Sie nicht so viele Zahlen drin, es ist ganz, ganz spannend geschrieben. Schreiben Sie auch, dass Sie selbst sich mit dem Thema auseinandersetzen können, weil Sie eben nicht selbst von Gewalt betroffen sind und Sie Ja. dadurch nicht alles triggert und Kraft dadurch haben, sich auf solche Themen einzulassen. Und das gefällt mir gut. Ja, super. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, was heißt nicht von, ich, genau, ich bin nicht von körperlicher Gewalt betroffen, aber ich habe es ja auch angedeutet. Ich habe natürlich auch, also meine Eltern haben sehr viel gestritten und so, und die haben sich nachher auch getrennt. Also es ist nicht so, dass ich gänzlich unbelastet aufgewachsen bin, aber halt deutlich, also ich bin der Erste in meiner Familie, der überhaupt nicht geschlagen worden ist, ne? Also alle anderen in meiner Familie wurden geschlagen. Das ist eben auch dieser positive Trend, den wir sehen. Das ist auch in dem Buch drin. Genau, ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass man auch einen offeneren Blick dafür hat. Oder auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch Leute, die Schlimmes erlebt haben, aber dann Therapie gemacht haben und so, die sind auch sehr offen und haben da einen sehr klaren Blick, wenn die so selbst reflektiert haben. Genau. Also so ist es jetzt nicht. Aber vielleicht zu meiner Person nur kurz. Erstens, ich rede immer ein bisschen schnell, sonst müssten Sie mich bremsen. Also, ich bin ein Zahlenmensch, ich bin eigentlich gelernter Kaufmann, habe auch in einer großen Firma mal gearbeitet, bin jetzt unternehmerisch tätig, habe ein kleines Unternehmen, habe aber nach meiner Ausbildung zum Kaufmann erstmal Soziologie studiert, fast 3 Jahre, und dann aber zugunsten der beruflichen Selbstständigkeit das Studium abgebrochen. Aber ich habe so das Handwerk gelernt, wie man recherchiert und wissenschaftlich schreibt. Und habe auch in dem Buch sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich sehr viel Fußnoten habe, dass ich alles schön belege. Ne? Und ja, ich habe da total Spaß dran mit Zahlen und Daten. Eigentlich seit 20 Jahren, um mehr als 20 Jahre beschäftige ich mich eigentlich mit dem Thema. Und da sammelt sich halt viel an. Es ist so ein, ja, ich habe da, das muss einfach sein. Sie haben auch einen unglaublich großen Blog, den verlinken wir dann nachher. Da ist noch viel mehr Ja. drin als im Buch. Und ich finde, Sie schreiben auch sehr angenehm. Also es wird einem wirklich klar, um was es geht. Und weil Sie sagen, Zahlenmensch, also in Ihrem Buch finde ich, ist einfach nur alles sehr, sehr gut belegt. Aber im Text selber kommen recht wenig Zahlen vor. Ja. Für alle die jetzt Angst kriegen vor lauter Statistik und Zahlen. Ja, das geht, das Ausmaß der Gewalt, da habe ich sehr viele Zahlen. Da sind manche dann ein bisschen, die sagen, naja, aber da muss man dann durch. Das tut Genau. auch natürlich ein bisschen weh, das Kapitel zu lesen, weil wenn man das erste Mal die Zahlen sieht, für mich ist das so mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt. Ja. Wenn man mal diese Zahlen an sich ranlässt, das kann man kaum fassen. Ja, wobei ich So, finde, also ich denke, wir müssen die Zahlen an uns ranlassen, damit wir was ja. ändern. Und Sie haben auch ein paar Zahlen mitgebracht. Sie sind jetzt der erste Gesprächspartner, der mit ein paar Folien kommt. Und ich bin Ihnen dafür sehr, sehr dankbar und dann teilen Sie Da doch. geh ich mal auf Bildschirm sein. Genau, Ja, fangen wir mal an. ich habe gesagt, es muss sein, wenn ich die Ja. Gelegenheit habe, da sind Zuschauer und sei es nur 20, dann müssen die zumindest so mal 8 Folien mit den Zahlen mitkriegen. Das ist ganz Also wichtig. es gucken Und bestimmt. danach können wir dann noch weiter reden, genau. Ja, wir reden dann. Ja, genau, dann stellen Sie mal Ihre Zahlen. Genau, ich stelle das ganz kurz vor. Das ist mir total wichtig, weil viele ist ja bekannt. Okay, Kindesmisshandlung ist bekannt, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, da kann jeder was mit anfangen, so mittlerweile. Aber diese Adverse Childhood Experiences Studien, die sind vielen meiner Erfahrung nach nicht so bekannt.
Und das Thema ist wirklich ganz groß und ganz wichtig. Da geht es eben nicht nur um diese klassischen Misshandlungsformen, sondern auch das Miterleben von häuslicher Gewalt, suchtkranke Elternteile, Familienmitglieder, Familienmitglieder, die inhaftiert worden sind, Trennung der Eltern. Das sind meistens so 10 Punkte, manchmal auch noch mehr. Und das ist halt, da kriegt man ein viel komplexeres Bild. Und dann geht es immer um die sogenannte Hochrisikogruppe, also Leute, die 4 oder mehr belastende Kindheitserfahrungen erlitten haben. Und bei denen gehen halt natürlich diverse Gesundheitsprobleme. Das sehen Sie auch hier unten rechts. Also die Leute, die 4 und mehr belastende Kindheitserfahrungen erlitten haben, sind 8-mal so häufig depressiv, wie zum Beispiel welche, die gar keine ACEs erlitten haben. Die ganzen Zahlen lese ich jetzt hier gar nicht vor. Ich möchte nur einfach das gesagt haben, dass man sich diese Folie anguckt und dass in Deutschland jeder Elfte zur Hochrisikogruppe gehört von den Erwachsenen. Also jeder Elfte hat 4 oder mehr belastende Kindheitserfahrungen erlitten, und ist damit potenziell auch traumatisiert. Muss nicht traumatisiert sein, aber ist potenziell traumatisiert. Und hier nochmal ganz wichtig, das ist so eine riesen Metastudie mit über 250.000 Befragten. Und da ist diese Hochrisikogruppe 7 bis 8-mal so häufig in Gewalt verstrickt, sowohl als Opfer als auch als Täter, neigt 10-mal so häufig zum Drogenkonsum und unternimmt 30-mal so häufig einen Selbstmordversuch wie die Leute, die überhaupt keine ACEs erlitten haben. Das sieht man auch schon, da geht es um Wahrscheinlichkeiten und die meisten richten die Gewalt gegen sich. Ne? Also auch gegen andere, klar, 7 bis 8-mal, aber 30-mal, das finde ich schon enorm, die Suizidrate, wie die nach oben schnell. Ne? Und das hier wollte ich noch kurz zeigen. Das ist dieselbe Studie, wurde hier ausgewertet. Da haben die nochmal die ganzen anderen Belastungen, die dann die Leute haben, von Rauchen, Krebs, diversen Gesundheitsproblemen, und überall gehen die Werte halt hoch. Und unten ist dieser wunderbare Link. Das ist ein ganz aktueller Text. Da empfehle ich allen Zuschauern und Zuschauerinnen, da mal raufzugucken, wenn die sich mit ACEs nicht auskennen. Wenn man den Text gelesen hat, ist man rundum gut informiert. Das ist auch ein sehr kurzer Text mit Bildern und so. Bilder sind auch toll. Hier nochmal, das war während der Covid-Pandemie, da wurden Jugendliche in den USA befragt, wie viel ACEs, also belastende Kindheitserfahrungen, sie erlitten haben und dann die ganzen psychischen Probleme. Und da sieht man eben diese dunkelblauen Balken, das ist diese Hochrisikogruppe, wie das nach oben schnellt bei den Hochbelasteten, wenn es um mentale Gesundheit geht, Suizidpläne, Suizidversuche, ne? Und diese Art von Balken und Treppenstufen finden Sie halt bei diesen ACEs-Studien, wo es mittlerweile fast 800, 900 Studien, glaube ich, gibt, wahrscheinlich sogar noch mehr, immer wieder belegt. Das ist also sehr deutlich belegt, vor allen Dingen in den USA ist das Thema in den Gesundheitsämtern und auch in Kalifornien wirklich sehr groß angekommen. In Deutschland, auch wenn Sie da beim Bundesgesundheitsministerium mal die Suchfunktion nutzen, dann finden Sie mal eine Literaturangabe, wo das Wort etwas Childhood Experiences erscheint, aber keinen einzigen eigenständigen Text zu diesem Thema. Das ist ein totaler Mangel. Ja, riesige Kosten, das ist hier von der WHO finanzierte Studie, 581 Milliarden US-Dollar in Europa, 487 Milliarden in Nordamerika jährlich aufgrund von ACEs. Hier nur eine jugendliche Hochrisikogruppe, also Hochrisiko bezogen auf Gewalt, Suchtverhalten, Extremismus. Das sind diese grauen Balken im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung in Wales. Und man sieht schon, die sind eben deutlich höher betroffen in der Kindheit von diversen Problemlagen als die allgemeine Bevölkerung. Das finden Sie in etlichen Studien, so hier zum Beispiel auch aus Florida. Das ist dieser orange Balken, das sind die jugendlichen Straftäter. Je schlimmer die Kindheit wird, desto mehr gehen die Balken nach oben, also desto mehr belastende Kindheitserfahrungen haben die erlitten. Und die krankenversicherte Durchschnittsbevölkerung, da gehen die Balken dann runter, je schlimmer es wird. Und das finden Sie in vielen kriminologischen Studien immer wieder, solche Daten. Das könnte man jetzt die ganze Zeit so vortragen, zum Beispiel hier vom KfN Niedersachsen. Die haben sehr schön nochmal elterliche, körperliche Gewalt und elterliche Zuwendung hier abgefragt. Und dann diese hellgrauen Balken, das sind halt die Jugendlichen, die besonders schwere körperliche Gewalt erlitten haben im Elternhaus und eine niedrige Zuwendung erlebt haben. Und da gehen die Balken massiv hoch bei diversen Problemen, Selbstmordversuch, Schule schwänzen, Gewalttaten, Drogenkonsum, aber auch die haben eine sehr niedrige Lebenszufriedenheit, ne, im Vergleich zu den anderen Jugendlichen. Und das war es auch schon. Aber diese Daten wollte ich Ihnen mitgeben.
Und vielleicht noch dazu sagen, weil wir werden ja auch gleich zu dem, muss man jetzt diese Freigabe hier stoppen. Das Ganze lässt sich, und das ist in der Kriminologie, was ich alles gerade gesagt habe, und auch bei diesem ganzen ACES-Vorstand ist das alles mittlerweile Allgemeinwissen. In dem Bewusstsein der Gesellschaft ist das noch nicht so drin. Aber was noch dazu kommt, das Ganze lässt sich eben mittlerweile auch bei Extremisten, Terroristen, Diktatoren, Massenmördern, Politikern nachweisen. Destruktive Politiker, dass da eben auch diese destruktiven Kindheiten zu finden sind. Und das ist eben auch mein Schwerpunktthema. Und da ist die Gesellschaft noch nicht so wirklich bereit, das an sich ranzulassen. Und bevor ich jetzt noch weiterführe, jetzt hier, aber eins muss ich gleich sagen, das habe ich nämlich heute entdeckt, NDR Talkshow, ich komme auch aus dem Norden, NDR Talkshow vom 30.06., wenn sie ist online noch zu sehen, mit Stefan, wie heißt sie, Stefanie Stahl, die diesen Bestseller geschrieben hat, ist immer noch Bestseller, meinst du es mit jedes Kind oder wie war es mit dem Kind? Das Sie kennen Kind sie in dir wahrscheinlich. muss Heimat finden, heißt Richtig, ich habe es. es nicht gelesen, aber der Titel sagt ja schon alles, um was es Ja. geht, brauchte ich nicht lesen. So, gut, aber die hat ganz selbstverständlich in der NDR Talkshow am 30.06. gesagt, ja, die Diktatoren sind doch alle Opfer gewesen der Kindheit. Das ist so deutlich zu sehen. Man hat das so selbstverständlich rausgehauen. Das habe ich so eigentlich selten in den Medien so gesehen. Und da bewegt sich gerade was. Wenn sowas so selbstverständlich auch ohne Widerspruch gesagt wird, denn ich habe da seit 20 über 20 Jahren Erfahrung, ich bin da auf so viele Barrieren gestoßen, wenn man in den politischen Raum geht, dann wird das Thema abgewehrt. Und jetzt mache ich eine kurze Pause, sonst rede ich noch eine Stunde weiter. Ja, Und dann gehen wir ins Gespräch, ich ne? freue mich, wenn Sie reden, Herr Fuchs. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, dass wir können das auch unter dem Video verlinken. Das ist dieses Adverse Childhood Experience. Heißt es, das ist ein Fragebogen, den gibt es in allen möglichen Sprachen, den gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, wo jeder einfach zu Hause schauen kann, von wegen, was habe ich vor dem 18. Lebensjahr, wird da gecheckt, was habe ich erlebt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, haben meine Eltern oft gestritten und so weiter. Und dann gibt es eben bestimmte Werte. Und das sind die, von denen Sie die ganze Zeit sprechen. Da kann man wirklich sagen, so ein Wert von 2 bis 3 ist nicht weiter tragisch. Den haben wir wahrscheinlich alle. Weil also es gibt keine Kindheit ohne Belastung. Ist einfach so. Und dann ab einem Wert von 4, das ist so meine Erfahrung, wird es dann spannend. Und je höher der Wert ist, desto dramatischer wird es im Prinzip. Und für mich jetzt ganz, ich glaube, Stefanie Stahl, ich denke schon, Herr Fuchs, dass ich mittlerweile schon in der Bevölkerung, also dass es so langsam durchsickert, dass nicht nur Körperstrafen verheerende Schäden hinterlassen, sondern eben auch psychische Gewalt. Und zu psychischer Gewalt zählen unter anderem, auch das wird in den Fragebögen abgefragt, zum Beispiel eine ungünstige Stimmung im Elternhaus, sagen wir es einfach mal so, wo sie eben gesagt hat, sie wurden oft Zeuge von Streit und so weiter. Und da Richtig. weiß man mittlerweile, dass das für Kinder ganz, ganz große Belastungen darstellt. Total, Genau. ja. Und ja, ich hatte gerade leider 5 Gedanken auf einmal und jetzt bin ich in der Lehrpause. Dann rede ich weiter und Sie springen Ja. sofort rein, wenn die Gedanken wieder kommen. Ja, genau. Sie sagen, ja, das Bewusstsein für Gewalt und die Folgen auf individueller Ebene, das ist total im gesellschaftlichen Bewusstsein mittlerweile da. Da wird viel drüber geredet, viel drüber aufgeklärt. Das ist auch ganz toll. Ich bin sowieso da sehr optimistisch, ne? Also wir sind da auch in einem stetigen Fortschritt, muss ich sagen. Oder ich habe ja mit dem Ludwig Janus viel zu tun. Ich bin ja bei den Psychohistorikern da Mitglied bei der GPPP, der ist des älteren Jahrgangs. Und der berichtet auch, hat doch neulich gerade wieder gesagt, was da bei ihm in der Kindheit, auch in der Schule und so Standard war, das würden die heute sofort vom Anwalt und von der Staatsanwaltschaft was bekommen. Und das ist heute eben nicht mehr Standard. Und da hat sich wirklich sehr viel getan. Aber dieses Übertragen auf Gesellschaft, das ist so das Thema, was mich immer umtreibt. Also auch Gesellschaften können auf eine Art krank werden, wenn viele ihrer Mitglieder schwerste Belastungen in der Kindheit erlitten haben. Und auch die politischen Führer natürlich. Aber natürlich, wir haben Wirtschaftsentscheidungsleute, wir haben Medienleute, wir haben Militärs und alle hatten eine Kindheit. Und Richtig. es ist für mich total logisch, dass das natürlich eine Gesellschaft prägt und verändert.
Und das wird eigentlich, das ist wirklich selten besprochen, egal welche Kriege man sich anguckt, jetzt auch in den Russlandkrieg und so, da gibt es so viel zu sagen und so viel auch zu belegen, was Kindheit angeht, sowohl die Kindheit von Putin als auch Kindheit in Russland. Na, Ukraine zum Beispiel eine fortschrittlichere Kindheit, die haben auch mittlerweile Gewalt im Elternhaus verboten. Ne? Die entlösen sich, wollen moderner, freier werden. Und der alte Vater Russland, der autoritäre Vater Russland, lässt es nicht zu, dass die nun gehen und sich entwickeln wollen. Das kann man auch in Familienbildern fast übertragen. Und sowas wird viel zu selten getan. Und das Deprimierende ist natürlich für mich auch, selbst, und ich arbeite nur daran, dass das Bewusstsein dafür steigt. Was bringt es dann, wenn das Bewusstsein da ist? Bringt es das in dem Moment auch nichts? Weil da hätten wir vor 60 Jahren in Russland anfangen müssen mit Prävention. In der Kindheit von Putin und so weiter, wo es überhaupt keine Mittel dafür gab. Es ist also ein Stück weit auch deprimierend, weil es ist, und auf andere Art ist es halt eine Aufforderung für die Welt. Ihr müsst heute anfangen, denn heute finden die Kindheiten statt. Das sind nachher die Führungspersonen, die Militärs. Und wenn wir da was jetzt tun, verändern wir eben die Welt. Na, Genau. darum geht das eigentlich. Ne? Das ist dann meine Präventionsanspruch ist immer das, was ich so gerne hochhalte. Ne? Und gerade auch, wenn man jetzt die Zahlen sieht, auch mit den Kosten und so, das ist so logisch alles, dass man da was reinstecken muss, um viel rauszubekommen. Ne? Und deswegen freue ich mich total über diese Gelegenheit, hier bei Ihnen eingeladen zu sein. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, weil ich glaube, wir haben im Prinzip dasselbe Ziel. Es geht eben darum, jetzt in den Kindheiten was zu ändern, dass es eine andere Zukunft wird. Wir können an Ja. Putins Kindheit nichts mehr ändern, an unserer eigenen auch nicht. Aber wir können jetzt reflektieren, wir können jetzt Menschen, die mit Kindern arbeiten, trainieren, schulen, informieren, damit sie einfach anders mit Kindern umgehen, damit, Richtig. wenn Kinder Belastungen haben, dass sie dann auch Möglichkeiten bekommen, mit diesen Belastungen umzugehen, sprich resilient zu werden. Und auch dieses Trauma informiert sein, das finde ich ganz toll, dass in Kalifornien, wenn man dazu mal googeln will oder irgendwie, also findet man schnell Informationen, wenn man über Kalifornien und diese ACE-Studien googelt, die sind im Moment, das haben das Ziel, wirklich einen traumainformierten Staat Kalifornien zu haben. Das heißt, sowohl alle Akteure, die professionellen Schule, Gerichte, Justiz und so weiter, sollen traumainformiert sein, aber auch die Bevölkerung. Und die haben mittlerweile über 1 Million Menschen gescreent, also die haben diesen Fragebogen ausgefüllt, ob es in Kinderarztpraxen ist, bei einem normalen Arzt oder durch irgendwie einen Kontakt mit einer Behörde oder durch Werbung. Und dass die Leute dann einfach sehen, okay, wenn ich über diese 4 Werte bin, dann bin ich potenziell in der Gesundheit gefährdet, dann steigen diese ganzen Risiken für mich, ich bin potenziell traumatisiert. Und da kann ich Hilfe bekommen. Da kriege ich Therapie, da ist, ne, so. Und das wäre ein Weg, wo ich auch denke, das fände ich auch an Schulen an sich nicht schlecht. Warum kann man nicht in der Schule standardmäßig im Unterricht auch in Deutschland sagen, wir klären vielleicht 15-, 16-Jährige, die das dann auch besser verkraften können, auf über diese Folgen von belastenden Kindheitserfahrungen, wo sie Hilfe kriegen. Und informiert sie. Wir informieren auch über Drogen, informieren über Sex, alles. Wir gehen ja auch brisante Themen oder schwierige Themen für Lehrer an in den Schulen. Und ich finde das total legitim, auch belastende Kindheitserfahrungen offen zu besprechen. Ne? Und in meiner Kindheit, in meinem Bildungsweg hat da keiner drüber gesprochen. Und ich war, als ich Soziologie studiert hatte in Hamburg, ganz schockiert. Das ist natürlich ein bisschen her mittlerweile. Aber ich glaube, so viel getan hat sich das da nicht. Denn in Hamburg war der Fachbereich Erziehungswissenschaften gleich nebenan. Und da gab es im Prinzip in der normalen Grundausbildung keine Aufklärung über Kindesmisshandlung, belastende Kindheitserfahrung, sexuellen Missbrauch. Wir haben damals als Studenten selbst ein Seminar ins Leben gerufen für einige Semester und haben selbst die Studierenden dann mehrere Semester darüber aufgeklärt. Das fanden die Professoren und so da alles ganz toll, aber da haben die auch gesagt, ja, macht mal ihr, wir müssen das uns irgendwie, nee, wollen wir nicht. So, und das funktioniert so nicht, ne? Und vor allem, wir wissen es jetzt, wir wissen es auch aus anderen Ländern, USA hauptsächlich. Ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, Herr Fuchs, weil ich merke an den Fachakademien für die also für die zukünftigen ErzieherInnen wird es schon gemacht und zwar auch immer mehr. Gut, An den ja. Schulen glaube ich noch nicht. An den Unis wird auch immer mehr über Gewalt gesprochen, eben Gott sei Dank auch über psychische Gewalt, Ja. physische Gewalt. Dann haben wir den Professor Fegert in Ulm, der macht da ganz, ganz Der ist viel. gut, ja. Genau. Und also es ist die richtige Richtung, in die wir gehen. Ja.
Und es gibt so eine, ich nenne es immer die Liebe, also ich versuche es immer liebevoll, die Insta-Bubble zu nennen, wo es wirklich einfach schon ganz, ganz viel um Beziehung geht und um Adultismus und so weiter. Und das Thema Trauma ist alltäglich. Wir müssen, glaube ich, momentan nur aufpassen, dass wir das nicht in so einer Bildungsblase lassen, sondern das muss in die Welt hinaus. Das Ja. müssen auch Menschen erfahren, die nicht in den sozialen Medien aktiv sind und auch die nicht ihre Bücher lesen. Ja. Und das ist ein Grund, warum es die Stiftung gibt. Ich sage immer, ich hätte in der Stiftung gerne Spenden, dass es auf jede Milchtüte gedruckt werden kann. Ja, toll. Um das einfach Ja. wirklich in die Welt zu bringen. Ich Ja. denke, ein Grund, warum das noch nicht in den Schulen angekommen ist, ist, A, wir sind noch nicht ganz so weit. Und dann, was würden wir denn mit den Kindern machen, die dann den Test machen, die dann sagen, ich habe einen Wert von 7 und bin jetzt suizidgefährdet. Wie gehen dann die Lehrer damit um? Welche Ja. Ansprechpartner hätten die Kinder und die Jugendlichen? Ja, das wäre ja natürlich fatal, wenn die dann allein gelassen werden, den Bogen Ja. ausgefüllt haben und dann ist da irgendwie für den nächsten Therapieplatz 2 Jahre entfernt oder Ja, so. genau. Oder die Lehrer sind total schockiert und sprachlos. Das ist eben, aber das würde im Prinzip zum Trauma informiert sein dazugehören, dass diese Lehrkräfte wirklich ausgiebig vorher geschult werden müssen, auch über ihre eigene Kindheit reflektieren, sonst können sie sich da auch nicht reintrauen. Dann, ne, machen sie nachher einen verletzenden Spruch oder machen selbst zu. Ne? Das ist Da auch sind wir alles, und es gerade. muss ja auch nicht, wenn da ein Lehrer ist, der selbst irgendwie hohe Traumawerte hat, dann soll er bitte dann das Thema auch lassen und das auch anerkennen, dass er dazu sehr betroffen ist. Aber das sind alles, ich bin ja überhaupt nicht so aus der Praxis. Ich will ja nur praktisch durch diese ganzen Datensammlungen und wie massiv sich das auf Gesellschaften und auch Politik auswirkt, einfach aufrütteln, dass die Politik da wirklich, dass das angegangen werden muss mit massiven Mitteln und man am Ende wirklich ganz tolle Sachen rauskriegt. Und wir sehen zum Beispiel an Schweden, finde ich, also Schweden ist ja auch das erste Land, was Gewalt in der Erziehung verboten hat, aber die sind auch in allen anderen Bereichen, sie haben auch sehr, ich habe gerade das vorhin nochmal nachgeguckt, also in Schweden haben 1% der Bevölkerung 4 oder mehr ACEs-Werte. Das ist wirklich einzigartig in der Welt und auch die körperliche Gewalt, die tendiert langsam gegen null. Da gehen wir Und hin. also dieser Weg, der ist ja möglich und der wird auch dauerhaft passieren, auch weltweit, weil da sind die Zahlen sind da Stück für Stück geht das runter mit der Gewalt. Aber und in Schweden ist eben auch ein sehr friedliches Land und sehr, na, also das ist eben gut, es ist auch ein wohlhabendes Land, da kann man dann immer kritisieren, okay, die wohlhabenden Länder, da ist dann auch die Psyche natürlich mehr abgefedert. So. Aber wir sehen ja im Vergleich zur Historie, wenn wir zurückgucken, wie schlimm Kindheit früher war, auch in Schweden, ist noch nicht lange her, dass da die Mehrheit geschlagen wurde. Und es hat sich umgedreht. Das glaube ich Und auch. Deswegen, ich bin auch, was das ist Deutschland alles angeht. machbar. Ich glaube auch, dass es machbar ist. Ich glaub, momentan sind wir auf dem Level, wo ich glaube, ich, da bin ich jetzt in den Kitas, in den Fachakademien und so weiter, in den Weiterbildungen für die frühe Kindheit. Da macht es jetzt gerade auf. Da gibt es jetzt auch sowas wie Gewaltschutzkonzepte, wo sich alle mit auseinandersetzen müssen. In der Praxis ist es noch nicht wirklich angekommen. Es gibt jetzt die Konzepte, aber jetzt geht es eben um die Reflexion. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir da gegangen sind jetzt. Das dauert natürlich ein paar Jahre, bis das durch ist. Aber ich glaube, es macht ganz viel, also mir macht es ganz viel Hoffnung, dass zumindest körperliche Gewalt geht immer weiter zurück. Da gibt es eben auch ganz spannende Untersuchungen vom Herrn Fegert. Und der Gedanke, da hangel ich mich immer so entlang, dass man mal in Lokalen nicht mehr rauchen darf oder sich beim Autofahren anschnallt. Das war doch Ja, Klassiker. unvorstellbar. Und wir schnallen uns wahrscheinlich alle an und niemand raucht mehr in einem Lokal. Und ich glaube auch, dass wir da hinkommen. Ich glaube, es wird noch dauern. Ich hoffe nicht mehr, dass es noch ganze Generationen dauert. Aber ich denke, es ist jetzt schon so, dass wir jetzt schon zunehmend Eltern haben, die auf einem ganz, ganz guten Weg mit ihren Kindern sind, wo Kinder Total. auf keinen Fall mehr geschlagen werden und wo Eltern auch sehr darauf achten, dass sie einfach liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Und wenn sie einen schlechten Tag haben, werden sie sich dafür entschuldigen, wenn sie dann irgendwie laut werden oder mal was Doofes sagen. Und dann ist Ich es ja auch. finde auch, ja, ich Ja. finde auch, ich bin ja auch immer gar nicht so, man kann auch vieles irgendwie negativ sehen manchmal, aber ich finde auch, wenn man sich die deutsche Gesellschaft so anguckt, die ist auch nicht mehr so hart. Also jetzt guckt man sich mal
70er, 80er Jahre Talkshows an, wie da geredet wurde. Also egal, welche Beispiele ich nehmen will, auch die Art, wie Männer sich verhalten in der Öffentlichkeit oder wie Männer sich auch gegenüber Kindern verhalten. Da hat sich wirklich so viel getan und ich bin da immer gar nicht, also man kann immer noch, es gibt noch so viel Schreckliches, was man ändern muss, aber wir sind da schon auf einem sehr friedlichen Weg und ich würde alleine von den Zahlen her zum Beispiel sagen, jetzt ist AfD gerade so groß und so, und okay, ist jetzt eine Phase, wir kennen das auch aus Hamburg mit der Schildpartei damals, ja, aber also sowas wie in der NS-Zeit wird in Deutschland, das ist ein sehr provokanter Satz und da würden die meisten Sozialwissenschaftler oder Politologen oder die so ganz so ihre strikten Wege haben, würden mir sofort widersprechen. Aber ich würde halt sagen, alleine aufgrund der verbesserten Kindheitslage in Deutschland wird sowas wie die NS-Zeit hier nicht mehr möglich sein. Es war, wir kommen aus einer, das hat der Leute-Morse sehr ausführlich beschrieben, wie Kindheit um 1900 war, die so ein Albtraum in vielerlei Hinsicht war, wo übrigens auch extrem viele Kinder noch gestorben sind. Das darf man auch nicht vergessen, wie viele Kinder da gestorben sind. Und das bedeutet ja eine massive Belastung auch für die überlebenden Geschwisterkinder, aber auch für die Eltern. Und diese Belastungen sind dann natürlich auch wieder, werden dann auch aufs Kind übertragen. Hat man bei Hitler übrigens auch gesehen. Also bei Hitler sind, bevor Hitler geboren worden sind, hat die Familie zwei Kinder verloren. Und als er auf der Welt war, sind zwei seiner Brüder gestorben. Als er circa 13 war, ist sein Vater gestorben und als er 18 war, ist die Mutter gestorben. Also die medizinische Versorgung drumherum, und das sind eben Zusatztraumen zu der Traumata, zu dieser Gewalt, die Hitler ja eh auch erlebt hat durch den Vater. Und so sah er eben die Kindheit von wirklich sehr vielen Deutschen damals aus. Mein Großvater ist selbst auch, hat sich schön freiwillig zur SS gemeldet. Da war er ganz stolz drauf, dass er dann Arier ist. Und bei ihm habe ich nicht so viel Daten, aber aufgrund seines Erziehungsverhaltens würde ich sagen, der hat in seiner Kindheit wirklich auch schwerste Gewalt erlebt. Und Und das das sind eben die Kindheiten, die ich auch nachweisen konnte bei vielen prominenten NS-Tätern. Und das ist ja so das Paradoxe. Auf der anderen Seite, gleich nach dem Krieg sind die Leute losgegangen und haben Autoritarismusstudien gemacht und autoritäre Erziehung war ganz groß, dass das mit der NS-Zeit zu tun hatte. Das war irgendwie die 68er-Generation hat das auch so sich auf die Fahnen geschrieben. Es ist ja nicht so, dass das Thema nicht da war. Und auf der anderen Seite ist es nicht da. Das ist immer das Komische. Also es gibt so viele, das ist dieses, wo ich immer denke, da ist die gesellschaftliche und individuelle Psyche eben noch nicht bereit, 100% hinzugucken. Es ist immer so, geht immer so hin und her. Ich habe jetzt auch neulich gerade eine Doku gesehen über John F. Kennedy, die habe ich gerade bei Twitter besprochen kurz. Und da hat ein Historiker gesagt, naja, der Vater von Kennedy, der war sehr fordernd, aber die Kennedy-Kinder haben eine sehr normale Kindheit gehabt. Und die Kennedy-Kindheiten waren ein Albtraum. Die haben massive Gewalt durch beide Elternteile erlitten und wurden nur gepusht, dass sie Führungspositionen erreichen müssen. Und so. Und ein Historiker wiegelt das einfach, der lässt das einfach aus. Ne? Das ist die zweite Sache. Das habe ich auch in meinem Buch, da habe ich ein eigenes Kapitel darüber, wie oft Historiker an solchen Themen vorbeischlittern. So. Naja, Und das das ist betrifft ja die erstaunlich. Historiker auch, die sind ja genauso traumatisiert. Und wie Sie am Anfang gesagt haben, das triggert natürlich. Und ich denke mal, dass das genau auch das Thema ist, das wir gesellschaftlich haben und individuell haben. Wir haben einfach noch viele Menschen, die sich das Thema nicht anschauen wollen. Ich habe vor ein paar Tagen erst von einem Menschen, den ich kenne, gehört, von wegen, dass man Kinder eben, manchmal muss man ihnen halt den Hintern versohlen, weil sonst werden sie unmöglich. Also wir haben dieses Gedankengut schon noch da. Sie haben ja viel über Kitas geschrieben und da habe ich gedacht, die Geschichte muss ich erzählen. Eine frühere Bekannte von mir, sehr älteren Jahrgangs, die Gott sei Dank nicht mehr in der Kita tätig ist, schon lange nicht mehr, die hat mir irgendwann mal erzählt, sie hatte da, ich hatte ihr ein bisschen erzählt, mit welchen Themen ich mich so befasse. Und dann gingen so die Augen nach oben, oh ja, so Gewalt und so. Ja, und dann, was kam? Eine Geschichte, sie als Erzieherin, ein sehr schwieriges Kind, sagte sie. Und dann hat ihr das irgendwann gereicht, da hat sie den mit auf Toilette genommen und die abgeschlossen und den erstmal verhauen. Und als die Eltern kamen und das Kind abgeholt haben, hat sie den gleich zu den Händen und gesagt, heute hat ihr Kind sich so schlimm benommen, und sie kennen das ja auch, und hat den gleich gesagt, ich habe den heute ein bisschen verhauen. Und die Eltern haben das dann gut geheißen. Und das hat die mir ganz stolz erzählt. Und dann habe ich sie angeguckt und meine erste Frage war, sag mal, wie was, bist du in deiner Kindheit geschlagen worden? Und dann ging sie sofort zum Schalter um und dann lächelte sie weiter, ja, ganz viel. Mein Vater hat mich dauernd geschlagen.
Und dann habe ich kurz gewartet und gewartet. Und dann merkte man, diese Verknüpfung hat die Dame nicht hinbekommen. Das ist eben abgespalten. Und da kann man dann auch nicht viel in dem Moment sagen. Dafür bräuchte die jetzt erstmal lange Therapie, um das hinzubekommen, das rauszubekommen, dass diese Gewalt jetzt gut war. Die hat das für sich so abgespeichert, ne? Und die haben wir auch, ne? Also wir haben noch ganz, ganz viele Menschen in Schulen und in Kitas, die einfach mit ihrer eigenen Geschichte, die noch nicht biografische Reflexion betrieben haben. Und bevor sie Ja. das nicht gemacht haben, werden sie auch gewaltvoll mit Kindern umgehen. Das ist einfach nur eine logische Folge. Und vor allem, wenn man Menschen fragt, von wegen, wie die eigene Kindheit war, kommt ganz oft als erster Impuls, nee, war alles gut, war schön. Ja. Dann so, ich sag mal, wenn ich am Lack kratze, fangen die ersten Tränen schon an zu fließen. Ja. Ist Da auch ein kann man Stück dann auch. weit normal wahrscheinlich, ne? Ich selbst Ja. habe das damals auch gemacht. Wie gesagt, bei mir war alles toll. Und dann habe ich schon differenziert. Ich bin da auch gar nicht so unvorsichtig. Ich habe auch mal ein Jahr Therapie in der Tat gemacht, um die Miterlebnisse zwischen meinen Eltern zu verarbeiten. Und nur wegen den Themen musste ich diese Therapie auch machen. Das war auch wichtig, weil das eben auch Beziehungsverhalten beeinflusst und so. Und kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe auch manche Bekannte und so, die haben auch das dann mitbekommen, gesagt, ah, Therapie hatte ich auch immer mal nötig, aber ich traue mich nicht so. Ich denke, also einfach mal hingehen. Da muss man keine Angst haben. Na, man kann mal vielleicht Pech mit der Person haben oder so. Aber es ist ja nicht, da muss man eigentlich keine, es ist nur gut. Es kann einen nur weiterbringen. Ganz sicher bringt es einen weiter. Ich glaube nur, da haben wir, glaube ich, schon ein Problem in Deutschland, einfach was die Therapieplätze angeht. Ja. Das ist, glaube ich, eine relativ lange Wartezeit. Und wenn es um Investitionen geht, das haben Sie ja auch angesprochen, dass Schweden ist ein reiches Land, da wird viel in Kinder investiert. Und das ist bei uns, da dürfen wir in Deutschland schon noch was lernen, gell? Also es wurden jetzt gerade erst vor ein paar Tagen wurde erst die Kindergrundsicherung wieder abgelehnt, wo ich mir denke, also Armut ist eines der größten Themen, die wir haben. Und also ich war auch ganz schockiert, als ich gehört habe, jedes fünfte Kind lebt in Armut. Also da muss sich noch dringend was ändern. Also in einem Land wie Deutschland, gell? Also das ist, also das können wir so nicht stehen lassen. Und da bin ich finde das total gut, dass Sie das sagen. Und das ist ja auch Ihr Hauptthema, diese Verbesserung. Und da bin ich jetzt leider wieder, da schalte ich jetzt in meinen rationalen, sturen Zahlenmodus um. Ich habe da auch einen kurzen Blogbeitrag zu geschrieben, aber ich habe es auch gerade kürzlich gefunden, diesen, wie heißt das, International Kids Rights Index 2023 ist gerade rausgekommen und Deutschland ist auf Platz 5 in der Welt, was Kinderrechte angeht. Also wir sind Top 10. Und viele andere, ja, das sind diese, ne? Und man denkt das immer gar nicht. Wir in Deutschland sind immer noch, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit von der NS-Zeit. Uns ist so klar, dass die Deutschen sind irgendwie alle schlecht mit den Kindern und so. Und ja, sie haben recht, ne? Den armen Kindern nicht zu helfen, ist schlecht. Aber im Vergleich zu den meisten Ländern der Welt ist Deutschland in vielen Indexen wirklich ganz weit da vorne dabei. Das Das darf man auch glaube nicht ich schon. vergessen, dass wir uns, also ich finde es total wichtig, viel, viel, viel mehr zu machen und will das dadurch auch nicht so abwürgen. Die Politiker würden das jetzt gleich nehmen und sagen, ach, der Herr Fuchs sagt ja, wir sind ja ganz gut, da brauchen wir das Geld ja nicht Ja, okay. Und die Frau investieren. Ballmann sagt, wir können in Das ein soll jetzt Land dann nicht so kommen. ankommen. Ja, aber wir sind immer noch Ne? der reichsten Länder dieser Erde. Und da darf das nicht, also das Ja, da kann können man wir so viel mehr stehen machen. lassen. Also natürlich gibt es Ja. Länder, in denen Ja. Kinder verhungern und kein Wasser haben. Nur an denen möchte Ja. ich mich bitte nicht orientieren. Ja, aber auch mit den westlichen Ländern. Also wir sind wirklich in diesen, ich schicke Ihnen am Ende mal diesen Link, mit diesen ganzen, auch von UNICEF, die haben wirklich Rankings und Save the Children macht auch Rankings. Die machen Rankings, wie das Wohlergehen der Kinder in der Welt ist. Und da kann man natürlich drüber streiten und so, aber wir sind im Verhältnis zu vielen westlichen Ländern auch richtig gut dabei. Das darf man nicht vergessen. Es ist in vielen anderen Ländern eben auch nicht alles Gold ist. Auch wenn man so denkt, naja, die südländischen Italiener sind so nett zu ihren Kindern. Und so. Das ist in Deutschland gar nicht so schlecht. Ne? Nee, das glaube ich auch, dass es gar nicht so So. schlecht ist. Ich will nur, also ich finde, da können wir uns nicht drauf ausruhen. Ich finde, solange Nee, bei auf uns keinen Fall. Kinder in Kitas und in Schulen wirklich noch
übelst behandelt werden. Ja, Und in ich diesem. höre auch sofort auf, ich höre auch sofort auf mit meinen rationalen Statistiken und Rankings. Nein, das ist Ich doch möchte es nur einmal wunderbar. einwerfen. Genau deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, weil Ja. ich denke, so, da ist so viel zu tun und damit haben wir wirklich noch 100 Jahre mindestens zu tun, auch in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Ne? Ich will das nicht abwürgen, aber ich musste es einfach mal sagen. Ja, sagen Sie, ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Sie es sagen, weil es geht genau darum zu sehen, von wegen, wir sind vielleicht nicht so schlecht, wie wir denken, und da geht es überhaupt nicht um Ja, irgendwie ein darum, deutsches Schuldgefühl. Das habe ich nicht. Mir ja. geht es darum, dass wir einfach jetzt für die Kinder, die wir hier haben, könnten wir noch mehr tun, weil wir wollen ja. Ja. Also ich habe diesen Slogan der Stiftung heißt, eine friedliche Welt beginnt mit einer gewaltfreien Kindheit. Das ist auch der Schöner Grund. Satz. Und ja, Ja. davon bin ich tief überzeugt, dass es genau das der Ansatz ist. Und dass Richtig. wir jetzt mit dem Wissen, das wir haben und mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch übers Internet, dieses Gespräch hätte ja vor 10 Jahren noch gar nicht stattfinden können. Ja. Genau. Da haben wir so viele Möglichkeiten, wo eben, da brauchen wir gar nicht immer nur die Politik dafür, wo jeder Einzelne einfach handeln kann und freundlich sein kann und ich sage es ganz banal, einfach nett mit Kindern umgeht. Und Ja. kann man das Buch von der Stefanie Stahl lesen? Die hat auch noch ein Übungsbuch dazu gemacht. Wie heißt so? Workbook heißt so ein Ding. Und es muss auch nicht jeder Therapie machen. Manchmal reicht es auch wirklich, wenn ich in die Selbstreflexion gehe. Wichtig ist Ja. einfach dieses Wissen, dass Gewalt in der Kindheit unglaublich schädlich ist und im Prinzip einen riesen Einfluss auf den Weltfrieden hat. Wenn ich das sage, lachen Ja. alle von wegen, boah, die Ja. Waldidealistische. Ja. Aber genau deswegen sind sie da. Es ist, Ja. wir kriegen nur eine friedliche Welt, wenn wir mit den Kindern nett umgehen. Und das können wir machen. Dafür Also kämpfen wir. man kann da immer ganz provokante Sätze reinhauen und ich bin da zutiefst von überzeugt. In Russland, wenn die Kindheit da aussehen würde wie in Schweden und gut, man muss das andere, den Wohlstand und die Strukturen und so weiter, muss man dann wegdenken. Aber wenn es jetzt nur um die Kindheit geht, dann würde dieser Krieg nicht stattfinden. Ja. Es ist es ist einfach, weil diese destruktiven Kindheiten bewirken ja nicht nur, dass die Leute wahrscheinlicher Täter werden, da geht es auch nur um Wahrscheinlichkeit. Es geht auch nicht darum, dass alle belasteten Kinder oder hochbelasteten Kinder irgendwie gefährlich sind oder so. Das ist auch totaler Quatsch, ist auch nicht nachweisbar. Aber sie haben ja auch natürlich mehr Ohnmachtsgefühle. Naja, So, Sie haben wenn es. dann, wenn er, ne, wenn jemand kommt, der sich dominant, das kennt man auch aus der Schule, wenn da einer ist, der sich dominant hinstellt, aggressiv und sie haben Ohnmachtsgefühl und wissen nicht wirklich, wie sie sich wehren müssen, weil sie das von zu Hause gewohnt sind, dass die Grenzen dauernd überschritten werden, dann ist es die Gefahr hoch, dass sie die Grenzüberschreitung auch zumindest erdulden, sich wegducken. Na, also das, was hatten wir auch in der NS-Zeit. In der NS-Zeit, die Leute, die losgezogen sind und massenhaft Leute erschossen haben, das waren wirklich unzählige Leute, aber es war ja nicht die Mehrheit der Menschen. Die meisten haben sich weggeduckt, das so akzeptiert und geschluckt, es ist, wie es ist. Und das ist das eben aus der Kindheit. Es ist, wie es ist. Vater Staat sagt jetzt so und dann müssen wir folgen. Ja. So, und das können Sie, wenn Sie eine demokratische Erziehung haben, dann werden Sie das hinterfragen. Ja, und Sie Und haben ja das auch. ist bei den Geschwistern Scholl zum Beispiel, als Beispiel, Geschwister Scholl haben eine für die damalige Zeit verhältnismäßig gute Kindheit gehabt. Der Vater war Pazifist, hat die Kinder nicht geschlagen, die haben zusammen Spaziergänge gemacht, es war eine sehr enge Familie. Ne? Und auch bei Judenrettern, das hatte ich auch in meinem Buch, drin, zwei Studien, dass eben Judenretterin und Retterin sehr viel konstruktivere und friedlichere Kindheit hatten als damals die Allgemeinbevölkerung. Ja. Und das lässt sich auch wieder, ne, mit Daten alles unterfüttern, sozusagen. Ne? Genau, insofern finde ich die Daten wahnsinnig wichtig Ja. und vorhin auch, ich weiß nicht mehr, welche Folie es war, auch eben die Lebensunzufriedenheit, die sehr, sehr stark ist bei, ich glaube, auch ab einem Wert 4. Und da Ja. wissen wir auch, es geht ja auch nicht immer darum, dass ich irgendwie jetzt dann Amok laufe und durch die Gegend. Nee. Ja, also die ganz dramatische Variante ist es nicht immer. Jetzt kommt ein Einwand. Ich denke aber, wenn ich eine hohe Lebensunzufriedenheit habe, macht es schon was. Das ist ja auch eine Form von Gewalt, die sich dann gegen sich selbst richtet. Total.
Ja. wo dann so Sachen wie Neidgefühle, Missgunst und so weiter. Und ich glaube, andersrum, wenn ich die Lebenszufriedenheit hoch ist, dann kann ich eben dieses so, ich bin gut, mein Gegenüber ist gut, ich kann den Menschen was gönnen. Und allein dadurch ist ja schon ein friedlicheres Leben möglich. Ja, es ist eigentlich interessant, dass ich zumindest habe ich so Leute noch nicht gefunden. Es gibt natürlich wenn irgendjemand das hier sieht und weiß dazu was, würde ich mich über den Hinweis freuen, dass man mal das Wahlverhalten in Deutschland kombiniert mit den Kindheitserfahrungen. Und zwar nicht nur mit einer stupiden Sache, dass man sagt körperliche Gewalt, sondern ein bisschen komplexer fragt, vielleicht sogar diesen ACEs-Fragebogen nutzt und das mal mit Wahlverhalten abgleicht. Und Sie können sich denken, wo ich das Gefühl habe, dass die Wähler einer bestimmten Partei in einer Kindheit ja nicht so gut abschneiden Ja, werden. klar. Ja, So. klar. Und das sage ich jetzt ein bisschen süffisant, das ist ja eigentlich tragisch. Aber diese Zusammenhänge müssten ja eigentlich besprochen werden. Ne? Und Unbedingt. so, und das ist eben dieses Unzufriedensein, neidisch, und da kommen Fremde, die kriegen plötzlich was und ich bin ja so unzufrieden in meinem Leben. So, Ja, und das die ist kriegen alles mehr, total ne? logisch, ne? Da geht es auch um dieses Aufrechnen, gell? Von wegen, da kommen die Fremden, die kriegen mehr, als ich Ja. habe und so weiter. Und gleich geht es in diese Lebensunzufriedenheit eben rein. Und ich habe das, ich habe, ich habe, ich hab den Namen nicht ganz, ich habe von einem ehemaligen Hells Angels relativ Chef, der hat ein Interview gemacht und hat über seine massiv traumatische, gewaltbelastete Kindheit geschrieben. Und dann hat er so einen Nebensatz gesagt, also da ging es so irgendwie um den Staat. Und er hat gesagt, der Staat ist für mich gar nichts hier. Ich mache mein eigenes Ding. Ich war der Hells Angel so. Und ich habe nie irgendwie Schutz und Hilfe vom Staat bekommen, von der Gesellschaft. Die interessiert mich gar nicht. Ich bin da raus. So auch dieses Denken, wenn man ab irgendwann, und dann kommt noch dieses Männlichkeitsding natürlich dazu. Also Gender spielt da auch rein natürlich, ne? Das war natürlich auch so ein Kerl so. Aber dieses Vaterstaat in Anführungsstrichen hat mir nie geholfen, wie mein Vater mich verprügelt. Ja. Warum soll ich Vaterstaat, die interessieren mich. Polizei habe ich keinen Respekt und so. Ich mache mein Ding und nehme mir, was ich brauche. Ne? Das war so die Aussage von denen. Ja, und ich habe das auch bei Ihnen im Buch gelesen. Ich habe selber ein paar Mal geschrieben, weil ich es auch woanders noch gehört habe, ich weiß aber nicht mehr wo Menschen dann auch sagen, von wegen, nee, ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit, ich wurde gelegentlich mal geprügelt, aber Gewalt habe ich keine erfahren. Klassisch, ja. Ja, genau. Und das ist vielleicht noch ganz spannend, dass wir auch in manchen, ich würde mal sagen, gesellschaftlichen Bereichen, und deswegen ist mir die Stiftung auch so wichtig, dass wir da überhaupt noch mal ein Bewusstsein dafür schaffen. Was ist denn Gewalt? Und ja, wenn ein Kind geprügelt wurde, ist es Gewalt. Und ja, wenn es eingesperrt wird, auch wenn es beleidigt wird, gedemütigt wird, genötigt wird. Es ist völlig egal, welche Form von Gewalt jemand erfährt. Und da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen. Es ist dem Gehirn wurscht, was passiert. Schmerz ist Schmerz und Stress ist Stress. Und da, glaube ich, ist noch viel, viel, da ist noch Aufklärungsarbeit nötig, denke ich mal. Ja. Ja, es ist ja auch immer interessant, finde ich, auch wenn man die Medien verfolgt, also wenn jetzt jemand irgendwie von Terroristen entführt worden ist und 3 Wochen in Gefangenschaft war. Oder andere Berichte, so Einzelberichte, und dann wird über die vorherigen berichten die Leute, sie hätten also sich gewünscht, dass sie sterben und so weiter. Und das wird von der Gesellschaft total akzeptiert und verstanden. Das ist ein Einzelerlebnis und wenn der dann krank ist oder von der Klippe springt oder in Depression verfällt, das ist alles logisch. Wenn aber jemand 14 Jahre Kind war und komplex traumatisiert wird, teilweise jeden Tag, und man macht das plötzlich mit Folgen in Verbindung, wie gesagt, jetzt nicht nur, dass der jetzt krank wird, sondern was ich vorhin meinte, Politik, Gesellschaft und so weiter, dann wird das plötzlich beiseite geschoben. Und das ist wieder das, was ich meine, dieses Paradoxe, das ist immer das wird sehr schnell weggeht, aber das kann man im Prinzip auch nicht von heute auf morgen ändern. Das hat eben auch was mit dem Fortschritt der emotionalen Situation zu tun. Und das wird irgendwann ganz normal sein, darüber so zu sprechen und jeder wird das verstehen können. Das denke ich auch. Ich glaube, insgesamt sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg, Herr Fuchs. Ich mag Ihre Zahlen, weil die so klar belegen, wo wir Ja. ungefähr stehen und auch, dass Sie sagen, von wegen, wir sind auf Platz 5, also ich hätte uns gern auf einem besseren Platz, weil Ja. Platz 5 einfach immer noch bedeutet, dass ganz, ganz viele Menschen traumatisiert leben und ihre Traumata Ja. in dem Moment natürlich auch weitergeben. Das wissen wir ja auch.
Ja, und jeder Elfte in Deutschland ist, wie gesagt, gehört zu dieser Hochrisikogruppe von den Erwachsenen. Das sind ja die Leute, die man auch täglich trifft. Das ist also Genau. überhaupt nicht vorbei, ne? So, Also genau. Und genau, wir können nicht, also ich kann nicht damit leben, dass jeder Elfte zur Hochrisikogruppe gehört und auch nicht, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt. Nicht von Armut bedroht ist, sondern in Armut lebt. Und ich denke mal, Sie machen weiter, ich mache weiter. Und da ändern wir noch ein bisschen was dran. Das, da Auf jeden beißen wir Fall. noch ein bisschen. Jetzt muss ich aber noch einwerfen, weil ich muss ja noch ein bisschen Information hier weiterbringen. Ja, her damit. Genau, ich habe ja auch in den ganzen Folien bei diesem Vortrag, ich habe mittlerweile 39 Studien zusammengesammelt, wo also Rechtsextremisten oder fremdenfeindliche Gewalttäter über ihre Kindheit befragt worden sind, zumindest in Ansätzen. Manchmal ist das sehr komplex befragt worden, manchmal nur eine Sache. Also, aber das Bild ist eben da und es wurde mit den Leuten gesprochen. Diese Studien sind ja da. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, die Gesellschaft guckt weg. Es gibt ja diese 39 Studien. Da sind ja Forschende losgegangen, haben gesagt, Kindheit und Extremismus ist wichtig, da müssen wir zu fragen. So. Und auf der anderen Seite gibt es in Deutschland, wie gesagt, ich mache das Ganze ja theoretisch ein bisschen nebenbei, ich bin eigentlich Unternehmer und es gibt keinen Extremismusforscher. Ich verfolge ja sehr genau die ganzen Veröffentlichungen und lese mir die Inhaltsangaben durch und besorge mir die Bücher. Und es gibt keinen Text, wo diese ganzen Studien mal zusammengefasst worden sind. Und das ist doch wieder, wie ich meinte, dieses Paradoxe. Sie haben das Wissen, aber den Terror, aber dass da so gezielt mal komplett hingeguckt werden möchte, das ist ganz schwierig. Aber auf der anderen Seite hat zum Beispiel der Deutsche Präventionstag mich einmal zum Vortrag eingeladen. So, es ist, also, ne, da bin ich wieder bei diesem Hin und Her. Auf der einen Seite plötzlich passiert ganz viel, die sind offen dafür, und auf der anderen Seite gibt es keinen Forschenden, der diese 39 Studien zusammenfasst hat. Oder über Anders Breivik, als dieser Massenmörder aus Norwegen, was für eine massiv traumatische Kindheit der hatte. Und wie sehr der seine eigene Kindheit beschönigt hat. So, das wurde in man, ich habe das, ganz wenige Medienartikel haben das besprochen. Und das ist auch so schade, weil denn wir machen die Rede, wie lange, monatelang wurde über diesen Fall gesprochen. Und die Kindheit wurde einfach nicht wahrgenommen. Das sind wieder die Sachen, es ist eigentlich, das Wissen ist da, man muss es aber nach vorne heben, man muss die Kindheit viel mehr in den Fokus rücken. Ja. Und die Kindheit ist auch nicht langweilig oder das ist auch nicht irgendwie so ne, abgearbeitet, sondern das ist immer aktuell. Das ist Ne? immer aktuell, es ist die Basis von allem. Also das wissen wir Ja. mittlerweile auch, wenn es in den ersten paar Jahren, da muss ich gar nicht die ganze Kindheit nehmen. Es reichen die ersten paar Jahre, wenn da war es nicht so. Ja, Also total. wenn es da schief geht, muss ich es halt reparieren. Man muss es Ja. auch gar nicht erst kaputt machen. Das wäre noch besser. Das wäre das Beste. Das wäre das Beste. Aber ich glaube, wie gesagt, langfristig, glaube ich, kriegen wir es hin. Noch müssen wir mehr reparieren. Und ich bin schon ganz glücklich, wenn praktisch wir jetzt miteinander sprechen und dadurch geht es wieder ein bisschen in die Welt. Und ich habe noch eine Idee, das bespreche ich mit Ihnen. Aber wenn die Aufnahme gestoppt ist, bitte dranbleiben. Ich muss Ich bin gespannt. Ja, noch dringend was sag's sagen. auch nicht weiter. Nein, erst mal nicht. Und ich glaube eben, wenn wir mit den Menschen, die mit Kindern arbeiten und Eltern, wenn wir die erstmal erreichen jetzt, dann ist da schon ganz, ganz viel gewonnen. Und ja, ich wiederhole mich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir können uns damit nicht zufrieden geben. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Logischerweise, Armut in der Kindheit muss in einem Land wie Deutschland eliminiert werden. Ja, selbstverständlich. Und genau, und dann haben wir nämlich auch eine ganz andere Chancengerechtigkeit, auch was Bildung und so weiter angeht. Und wenn dann die Bildung wieder läuft, dann können wir ja da auch mit den Kindern die Fragebögen machen und können aufklären, wenn es um Traumata geht. Ich glaube nur, das wird schon auch ein Erschrecken werden, ne? Ich denke, viele Menschen wollen das auch nicht wissen, dass. Das ist auch ein Stück weit verständlich. Ich muss auch sagen, wenn ich so zurückgucke, für mich ist das jetzt alles so, für Sie bestimmt auch, man kann über alle Misshandlungsformen reden und sich alles angucken, man ist da irgendwann so drin. Und aber wenn ich so zurückdenke, wie oft ich dann manchmal nachts aufgewacht bin und gedacht habe, boah, die Information habe ich gelesen, dann muss ich das erstmal verarbeiten und denke, so, das gibt's doch alles nicht. Und das ist ja nicht so, also ich habe da auch lange dran gearbeitet und jetzt ist das so selbstverständlich. Und deswegen, ich denke, ich habe manchmal auch schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann in so einen 50-Minuten-Vortrag halte und hau den Leuten meine 20 Jahre gesammelten Fakten um die Ohren, was ich alles schön verarbeiten konnte, Stück für Stück.
Das haue ich denen nur 50 Minuten um die Ohren. Ich hoffe mal, dass keiner da umkippt. Ist bisher nicht passiert. Es ist schon mal eine Träne geflossen und so. Aber da habe ich, wie gesagt, auch ein Stück weit ein schlechtes Gewissen. Trotzdem ist das halt Realität. Ja. So, ne? Ja. Eine Und Realität muss besprochen werden, sonst genau, hilft muss nichts. besprochen werden und wir wollen ja auch damit was bewegen. Das heißt, es geht auch darum, Neues zu lernen. Und da wissen wir alle, wenn man was lernt, muss es einen emotional berühren. Und im Prinzip ist da jede Träne, die fließt, wie ein Schlüssel, der ein Herz aufschließt. Und da glaube ich, also mir hat man mal gesagt, dass ich ein einziger Trigger sei, wo ich mir denke, jetzt spreche ich immer am Ein Anfang. einziger, was bitte? Ein einziger Trigger für Menschen. Trigger. Ich Wenn ich dachte schon Trinker. Das noch hätte mich sehr gewundert. nee, Hätte mich ich sehr trinke, nee, gewundert. Alkohol ist so gar nicht mein Thema. Ja, Also nee, hätte ich auch nicht gedacht. nee, ich hätte es dann eher so die, wenn es um die Sucht geht, nehme ich den Zucker. Okay, In, ja. und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach eben auch Menschen berühren und sie nicht natürlich nicht triggern im Ja. Sinne von, jetzt machen wir euch alle das Leben zur Hölle, sondern im Sinne von, ich möchte sie berühren, damit da was passiert, weil Also es wenn ich, lohnt. Ja. ja, und bei mir war es, ich habe es in meinem Buch auch kurz geschrieben, bei mir waren das auch, als ich so in meinen Anfang der 20er Jahre, als ich Anfang 20 war, habe ich Leute getroffen, die wirklich eine massiv traumatische Kindheit hatten. Und das hat mich wirklich massiv berührt und wirklich, weil das auch Leute waren, die mir nahestanden. Und das hat mich wirklich auch umgehauen und auch, das hat mich so richtig so, man kommt so in die Welt und mit 20 so will man so los und es geht alles so, dann merkt man plötzlich, es gibt solche Geschichten. Und dann habe ich die Zahlen mir angeguckt und gedacht, ach du Schande, und das muss man dann erstmal koppeln. Man sieht die Leute, wie die leiden, was das für Auswirkungen hat und dann die Zahlen dahinter. Und da habe ich eine solche Wut entwickelt, dass das einfach dann auch in diese Arbeit gesteckt worden ist. Und mittlerweile bin ich da so ein bisschen abgekühlt. Ich bin da nicht mehr so wütend und denke manchmal auch, so jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt kann auch mal jemand anders ein bisschen das recherchieren weiter. Und also ich Naja. danke Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr für Ihre für mich unglaublich wichtige, wertvolle Arbeit. Danke. Buch zeige ich nochmal. Gleichzeitig Ja. werden wir es natürlich auch verlinken. Und ja, wir sprechen noch ein bisschen Kommen wir weiter. zum Ja, es ist am Ende. Ende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß es sehr, Sehr sehr zu gerne. schätzen. Ja. Auf Wiedersehen und bis bald mal. Bis dann.